Guten Tag, in diesem Video möchten wir Ihnen demonstrieren, wie man aus einer flachen Excel-Liste eine Datenbank mit Strukturinformationen erstellt. Im ersten Schritt öffnen wir die CSV-Datei mit unseren Daten, dann werden die Informationen aus den Spaltenüberschriften extrahiert. Wir kopieren die Spaltenüberschriften aus Zeile 1 und fügen sie als transponierte Zellen in einem neuen Tabellenblatt ein. Schritt 2. Wir öffnen Jacama und erstellen ein neues Jacama-Projekt, Lead Management. Das neue Projekt wird geöffnet. Wir sehen auf der linken Seite schon eine erste Ansicht, View 1. Wir wählen den Menüpunkt Modell, Edit Metamodell und wechseln in die tabellarische Ansicht. Die erste Rohdatentabelle Type 1 wird umbenannt zu Company Lead. Genauso verfahren wir mit den Feldnamen, den Properties. Diese werden entsprechend umbenannt. Nachdem wir alle Felder benannt haben, wählen wir noch das Geburtsdatum aus und geben ihm den Datentyp Date und das Format Tag, Monat und Jahr. Danach gehen wir zum Feld Newsletter und geben ihm den Datentyp Boolean. Schnell ist noch eine zweite Rohdatentabelle Branche angelegt mit dem Feld Beschreibung. In der grafischen Ansicht repräsentieren die Tonnen die Rohdaten. Hier stellen wir eine 1-zu-n-Verbindung zwischen Branche und Company Lead her. Die Tabellen sind jetzt verknüpft. Nun speichern wir unsere Änderungen und kommen zum letzten Schritt. Über den Menüpunkt Help Switch Language kommen wir zur Sprache Deutsch. Über den Menüpunkt Operationen, Datenintegration starten wir den Importmanager. Wir wählen eine Rohdatentabelle aus, in die importiert werden soll, und ein Kriterium. In unserem Fall soll die Spalte A nicht leer sein. Danach kopieren wir die transponierten Tabellenüberschriften und fügen sie in unsere Spalte Pfad zum Zielfeld ein. Jetzt ordnen wir die Spaltenüberschriften den Feldern zu. Auf der rechten Seite definieren wir noch das Mapping, das heißt die Zuordnungskriterien von Feldern zu entsprechenden Tabellen. Jetzt sind wir bereit für den Import. Wir wechseln zurück zu unserer Excel-Tabelle und wählen Zeile 2 bis 501 aus und kopieren diesen Inhalt in die Zwischenablage. Jetzt wechseln wir zurück und fügen über den Button Einfügen aus Zwischenablage die Inhalte in Jacama ein. Bevor der eigentliche Import stattfindet, zeigt Jacama eine Vorschau der zu importierenden Daten mit entsprechender farblicher Hinterlegung. Alle gelben Elemente sind neue Daten. Die grünen Elemente sind bereits vorhandene autoverknüpfte Daten, entweder aus dem existierenden Bestand oder in diesem Import vorher festgelegte Daten. Nach der Überprüfung der Daten können die Datensätze integriert werden. Wir speichern und gehen zur Ansicht View 1. Mit der rechten Maustaste öffnen wir das Kontextmenü und benennen diese Ansicht um in Kontakte. Die Konfiguration öffnen wir über die Schaltfläche ganz rechts. Im Abschnitt Zeilendefinition geben wir den Tabellennamen Company Lead ein. Zur Definition der Spalten öffnen wir das Metamodell, zweite Schaltfläche rechts und ziehen die Felder mit der Maus auf die Spalten. Wir schließen die Konfiguration und sehen nun unsere importierten Daten.
Zum Schluss erstellen wir noch eine Ansicht mit der Gruppierung Branchen, Kontakte. In den Zeilendefinitionen wird die Struktur festgelegt. Dann ziehen wir wie gewohnt aus dem Metamodell die Feldnamen in die Spaltendefinition. Das Ergebnis ist eine Ansicht mit Kontakten nach Branchen gruppiert. Nun legen wir für die Ebene 1 noch eine andere Farbe fest und speichern unser Projekt.